So, durch den Park können wir ja nicht, weil da ist ja böse, aber wir können den Obdachlosen befragen. Erstmal gucken wir mal ganz kurz hier rein nochmal. Aha. Sekunde. Theresa ist gerade in den Park gelaufen. Sie müssen zur Grundschule laufen und der Mann mit der Maske hat es weiterhin auf diese Straßenlaternen abgesehen. Ich brauche etwas, um einen Pfad durch den Park zu erleuchten. Das ist ja... gruselig. Carl O'Connor! Endlich ein Name zu dem Gesicht. Was wohl seine Geschichte ist? Was ist mit ihm passiert, als er auf der Straße gelandet ist? Führerschein, Geschlecht männlich, Haare dunkelbraun, Größe 1,80, Gewicht 80 Kilo. Carl O'Connor hat mit einem Fond unterschrieben. Führerschein Klasse 4, wohnt Summit Drive. Gültig bis 1986. Und auch hier im Führerschein schon eine Zahnlücke. Das ist, ja. Er bleibt seiner Linie treu auf jeden Fall, wie man sieht. Hey, there you go. That birdseed will come in handy, I'm telling you. You can thank me later. Night's coming quick. It'll be impossible to find your way through the park at this hour. Gonna need a lantern to light your way. I'll give you mine if you can fish out my other boot I lost there in that lake. Fair trade, I'd say. Da ist ja ein richtiger Witzbold. Okay, wir haben einen Angelkastenschlüssel, wir haben eine Angelrute. Ah, ich weiß, ja, ich brauche etwas, um den natürlich haben wir in dem ausgebrannten Auto zufällig einen Angelkasten. Ein alter Angelkasten und der Schlüssel lag zufällig in der Stadt auf dem Gully. Natürlich, es ist der logische Schluss, so muss es sein. Vielleicht war es ein Universal-Angelkastenschlüssel, ich möchte mich nicht beschweren. So, Angelrute. Okay, passt natürlich nicht. Ich frage gar nicht erst, ich... Okay, jetzt vielleicht einmal mal auswerfen. Was? Was? Ich muss einen Haken an die Schnur binden. Was? Okay, das ist gemein. So, gefunden Stiefel. Bitteschön. Deal's a deal. Lantern's all yours. See you around, Doc. Ja, ein Schuh ist wichtiger als eine Laterne in diesen Zeiten. Laterne aus. So, dann gehen wir mit Vogelfutter und Laterne in den Park. Jetzt bin ich mal gespannt. Theresa, Leute, ich brauche eine Laterne. Ich muss irgendwo Feuer für diese Laterne finden, sonst komme ich nie durch den Park. Gut, dass wir das Feuer gerade überall ausgemacht haben. Können wir vielleicht beim brennenden Haus noch ein bisschen Feuer abzwacken? Ich meine, da brennt ja alles. Vielleicht ist da ja ein bisschen Feuer für uns übrig. Ich würde mich sehr freuen. Es brennt hier alles. Lichterloh. Laterne an. Ich bin froh, dass das geklappt hat. So, das ist das einzig Logische bisher in diesem Spiel, dass das geklappt hat gerade. Obwohl ich nicht genau weiß, wie er das gemacht hat, ist mir aber gerade auch egal. So, mit der Anlaterne. Oh, oh, oh Gott, Sequenz. Nein. Oh mein Gott. Was ist geschehen? Dramatische Augenblicke. So viel zum Rettungsdienst. Hallo, Lampe? Mhm. Scheibenkleister. Hätte ich die Schaufel doch nur nicht weggeworfen. Vielleicht liegt hier noch irgendwo eine rum. Das typische Wimmelbildphänomen. Was haben wir? Hier haben wir Vögel. Das auf der Bank könnte nützlich sein. Ich muss zunächst die Krähen ablenken. Wir haben ja Vogelfutter. Okay, was liegt denn auf der Bank? Hallo? Alter, was für ein ekelhafter Park. Widerlich. Einfach widerlich. Das ist nicht nur ein Messi-Haushalt, das ist eine Messi-Stadt. Verpiss dich, Vogel. Oh. Ich wollte den Vogel gar nicht einstecken. Ein Kuckuck war das. Rechen, Schraubenschlüssel, Krähenfeder. Rechen, da ist so eine Schaufel, die kann ich doch mitnehmen. Da ist die Krähenfeder. Rechen. Das war der Schraubenschlüssel. Rechen und Schere. Scherero Küsschen. Rechen, rechen, rechen. Ich werde dir die Knochen rächen.
Ich könnte mir an dem Stacheldraht leicht die Hände verletzen. Na gut, das wollen wir natürlich nicht. Hier ist noch ein Gürtel, dann können wir den Stacheldraht damit rausziehen, einfach durchschieben und aber... Gut, das kann er natürlich nicht. Da ist die Schere. Scherero. Ein alter Federhut, na sowas. Mit dem Rechen können wir bestimmt das Laub beiseite harken, wenn ich denn den Rechen fände. Dort ist er ja. Damit hätte ich rechnen müssen. So. Wir kriegen eine Axt. Der Eimer ist verkettet. Kann ich mit der Axt den Kürbis aufschlagen? Nein. Ich kann mir mit dem richtigen Werkzeug sicher einen Weg bahnen. Natürlich ist eine Axt nicht das richtige Werkzeug für einen Kürbis. Der braucht natürlich was ganz anderes. Stacheldraht, da brauchen wir Handschuhe für, ne? Da haben wir Handschuhe. Ah, festgetackert. Nein. Nein. Könnte man ja raushebeln, aber nein. Wer tackert denn Handschuhe in den Park? Alter, mal ganz ernsthaft. Ihr habt doch eine Macke. Werkzeugkasten ist zu. Nein. Ach so. Ja. Warum kriegt man diese Dinger immer nur so schwer auf? Das frage ich mich aber auch. Hallo, Schere. So, ein Messer haben wir jetzt. Mit dem Messer könnten wir... Ach, der Kuckuck ist ja schon eingesammelt. An dieser alten Kuckucksuhr fehlt ein Stück. Ich frage mich, was das sein könnte. So, ein Heftklammer, ein Entklammerer, Heftklammerentferner, wollte ich sagen. Jetzt haben wir Handschuhe. Mit den Handschuhen können wir den Stacheldraht entfernen und kriegen diese Schachfigur, diese ganz tolle. Da stehen keine Figuren auf dem Schachbrett. Eine haben wir jetzt drauf. Jetzt müssen wir wahrscheinlich alle Figuren finden fürs Schachbrett. Messer. Halloween-Kürbis und wir kriegen eine nächste Schachfigur. Keine Ahnung, wie wir da rausgezogen haben. Der Eimer ist verkettet, den kriegen wir so nicht auf, ne? Ein Schuh, ein alter Federhut. Achso, Quatsch, da packt man die Feder dran. Kommt natürlich eine Schachfigur hinterm Hut vor, ist doch klar. So. Ich könnte das Holz sicher zerhacken, das sieht aus wie Schimmel da hinten. Im Holz natürlich eine Schachfigur oder aus dem Holz geschnitzt, wohlgemerkt. So, wir kriegen einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel kann man das Ding hier öffnen. Kriegen einen tollen Eimer. Geil. Das ist immer noch Eimer Abdallah. Aber eine Schaufel, die Schaufel konnte man nicht mitnehmen. Da lag eine Schaufel, die hat er nicht mitgenommen. Ich weiß bis heute nicht warum. Finde den Logikfehler. Es ist schweinedunkel im Park. Die Brücke brennt, aber das Feuer ist dunkel. Ich muss es erst mit der Lampe erhellen, um es zu sehen. Ich gehe zurück. Dort hinten brennt es. Ich räume die Fackel weg. Also die Lampe weg und man sieht das Feuer nicht. Ich fühle mich ein bisschen beleidigt vom Spiel. So, Pilze. Dieser Baum ist mit alten Pilzen bedeckt, genauso wie das Gehirn des Autors des Spiels. Ein Stein. Wenn ich das Wasser nur mit etwas aufsammeln und das Feuer löschen könnte. Hm, ich weiß auch nicht, wo. Eimer mit Wasser. Feuer, ade. Jetzt darf es dunkel sein. Jetzt stimmt die Logik wieder. Logik hergestellt. Die Welt wird doch nicht sterben. Was haben wir denn da? Ein Seil. Lasso natürlich. Kein normales Seil, ist ein Lasso. Ja. Und da geht's auch noch lang irgendwo hin. Zum Helikopter. Und hier müssen wir wieder das einsetzen. Aha. Etwas fehlt. Niveau. Der Hubschrauberpilot hyperventiliert. Er muss infiziert worden sein. Der Virus überträgt sich nun also über die Luft und wird sich noch rasanter ausbreiten. Vielleicht war der ja schon infiziert. Es wird schon spät. Ich muss Theresa finden und von hier verschwinden, bevor das Militär zu unüberlegteren Maßnahmen greift. Das muss der Helikopter sein, den ich von der Brücke aus habe abstürzen sehen. Dem Pilot ist es so ergangen wie den anderen Opfer. Erst bekam er keine Luft, dann verlor er die Kontrolle und starb schließlich in der Explosion. Seine Schicht war fast vorbei und er war gerade auf dem Heimflug. Was für eine Schande, er hätte den Virus ja noch nach Hause tragen können. So, naja, der arme Mensch. Ist aber auch nicht mehr im Cockpit, wie es aussieht. Darin befindet sich etwas. Ich brauche etwas, um die Windschutzscheibe zu zerschlagen. Lasso, einfach so gegenwerfen.
Natürlich haben wir die Armbrust nicht mehr. Doverweise. Was haben wir denn hier? Nichts. Ein großes, rundes Nichts. Das ist schon mal ganz gut. Da hinten ist eine Schule. Das ist die Grundschule, ne? Die Türen sind verschlossen. Ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich jetzt mit dem Lasso anfangen soll. Ein Pavillon. Ach, da ist ja noch was. Der Scheinwerfer hat keine Glühbirne. Wir brauchen dauernd Glühbirnen. Und da oben, guck mal. Ein Hornissennest mit... Was ist das? Ich muss Bienen ablenken, um an den Glasbruchhammer zu kommen. Da hängt also ein Glasbruchhammer im Bienennest. Natürlich. Vielleicht kann ich die mit dem Lasso ablenken. Indem ich das Nest runterhole und dann sterbe, weil die mich kaputt stechen und ich eine Bienenallergie entwickle. Oder schon habe. So, das scheint ja nicht so gut zu klappen. Da ist noch was im Teich und zwar El Schaufello. Die können wir mit dem Lasso rausholen. Easy going. Lasso ist weg. Schaufel ist da. Ich freue mich sehr. Hier flimmert irgendwas. Ist das denn Ekelhaftes? Die Insekten scheinen sich von den Baumpilzen zu ernähren. Ih, wie widerlich. Das flimmert hier. Guck mal, wenn ich rübergehe. Das ist Theresas Haus. Ich muss irgendwie über den Fluss kommen. Auf der anderen Seite des Flusses ist Theresas Haus. Bei dem hohen Grad an Kontamination ist Schwimmen nicht ratsam. Ich muss einen anderen Weg hinüberfinden. Ja, mit dem Boot, das kaputt ist. Dem Kanu fehlen einige Teile. Damit könnte man sicher den Fluss überqueren. Oder damit könnte man sicher den Fluss überqueren. Je nach Auslegungssache. Hier scheint irgendwas mit dem Bild nicht ganz richtig zu sein, weil das so flimmert, wenn ich so rübergehe. Kleiner Grafikfehler, aber das wollen wir ja mal nicht, da ist ja, kann ja mal passieren, haben wir nicht gesehen. So, wir haben was? Die Schaufel. Da ist noch der Stein, da können wir noch irgendwas machen. Unter dem Felsen steckt etwas fest, okay. Können wir die Schaufel mit der Schaufel weghebeln, jawohl. So, ein Bootsstück, da können wir noch ein bisschen reparieren. Und ich gehe aber erstmal zurück und grabe mal eben in die Erde hinein. Gesperrt. Ich muss weiter, ich darf Theresa nicht aus den Augen verlieren. Hallo? Es macht keinen Sinn, zurück durch die Stadt zu gehen. Ich muss weitergehen und den Auftrag zu Ende bringen, bevor die Obrigkeit entscheidet, dass Oxford die Opferzahlen und Steuergelder nicht länger wert ist. Was sollen sie machen? Atombombe draufschmeißen? Okay, wir haben eine Schaufel. Und wir kriegen wieder ein Glas. Ich freue mich sehr. Wow. Das hätte man nicht im Mülleimer finden können. Das muss hier einmal vergraben werden, so ein tolles Glas. Ich gehe mal einfach weiter. Kann ich hier vielleicht was abmachen? Mit dem Glas? Nein. Wahrscheinlich muss ich in dem Glas eine Biene sammeln. Später. Wenn wir die wieder ausräuchern. Oder kann ich damit vielleicht Insekt hier von den Pilzen oder so? Hier so? Glas mit Insekten. Ist toll. Trage ich generell gerne mit mir rum, ein Glas mit Insekten. Es gibt nichts Erfrischenderes, wenn man mal Hunger hat. Willst du mich verarschen? Der hat ein Holzbrett, was hier reinpasst und macht sich aber erstmal so ein Sitzding da ins Kanu, damit der feine Herr schön sitzen kann, wenn er über den... Alter, ey, ganz ehrlich. Die Welt geht unter, der feine Herr will sitzen, das verstehe ich natürlich. Ist ja klar. So, jetzt haben wir was? Wir haben die Insekten. Mit denen kommen wir ja bestimmt weiter. Vielleicht können wir ja hier das Ding aufmachen mit den Insekten. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir machen sollen, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt ein bisschen ratlos, tatsächlich. Können wir die Bienen vielleicht mit den Insekten verjagen? Nein, wir müssen die Bienen ablenken. Wir können aber sagen, hey Bienen, was ist denn das da hinten Tolles? Aber das funktioniert irgendwie nicht. Außerdem sieht das aus wie Hornissen. Das sieht aus wie die Hornissen von vorhin, nicht wie Bienen. Bienen sind doch nicht gelb. Okay, wir kommen hier also noch nirgends hin. Die Pilze. Ach, natürlich, die Insekten fressen die Pilze weg und wir kriegen... Was? Gefunden Glas? Wir hatten das Glas doch schon. Ach nee, hatten wir nicht. Jetzt können wir Harz ins Glas sammeln. Mit dem Harz können wir wahrscheinlich das Boot theoretisch dicht machen, wenn wir denn Holz hätten. Haben wir aber nicht. Hier im Pavillon würde ich mir gerne was rausschneiden, aber darf ich nicht. Vielleicht kann ich mit Harz das Boot schon mal verkleben, dann haben wir wieder gar nichts mehr. Hier Harz. Nein, das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Mit dem Harz die Bienen ablenken geht natürlich auch nicht.
Willst du mich verarschen? Wir kleben Harz auf den Baum und alle Bienen in der Umgebung kleben sofort daran fest. Ich sag dazu gar nichts. Es, ja. Okay, Glasbruchhammer. Da können wir da rein. Der Pilot ist gar nicht mehr drinnen.